auch mit ihnen anfangen, weil der Seniorbesitzer quasi sich eigentlich immer im Hintergrund aufhält. Mehr hätte ich einer gerne ein bisschen in den Mittelpunkt rücken, weil ich möchte zunächst einmal Danke sagen, dass wir heute hier sein dürfen, das ist das eine. Aber ich glaube, sie haben alles richtig gemacht. Sie haben ihrem Sohn etwas weitergegeben, nämlich die Liebe zum Wald. Und bedauerlicherweise ist es schon so, dass wir feststellen, dass oft in dieser Waldbauerngeneration es oft nicht weitergeht in die nächste Waldbesitzergeneration. Und mit Verlaub ist es auch oft so, dass viele sagen, nein, jetzt sind wir in der Klimakrise, jetzt ist der Wald vielleicht abgestorben, jetzt habe ich erst recht noch mehr Arbeit. Und ich kann, oft höre ich das raus, ja, dass viele junge Leute sagen, nein, also ich bin momentan so demotiviert, überhaupt in den Wald zu gehen. Bei Ihrem Sohn ist es offenbar ganz anders. Man sieht es ja nämlich, oh, er strahlt von einem Ort zum anderen, wenn er seinen Wald anschaut. Und ich möchte Ihnen einfach nur mein herzliches Vergelt's Gott aussprechen. Nicht ich als Ministerin, sondern einfach Danke im Sinne einer Gesamtgesellschaft. Wir brauchen diesen Wald. Und wenn es Menschen wie Sie nicht gäbe und Menschen, die vor allem die Liebe weitergeben, die Leidenschaft für den Wald, dann waren wir erst recht verloren. Und deswegen möchte ich einfach Danke sagen, zunächst einmal an den Senior, der den Weg bereitet hat, damit der Junior quasi einen tollen Wald übernehmen kann. Vielen, vielen Dank. Und Erna, darf ich auch vergelt's Gott sagen, also ich glaube, man braucht nichts mehr dazu sagen, es haben auch die Vorredner schon alle gesagt, die Leidenschaft für den Wald ist da, man sieht es, das ist Erna Herzblut. Und dann kommt natürlich ein Stück weit die Politik dazu. Sie haben jetzt zwar gerade gesagt, das ist auch gleich widerlegt worden, dass man da Geld bekommen würde, ohne dass man etwas getan hat. Das ist ja natürlich nicht so. Ich glaube, es ist bestätigt, dass es harte Arbeit ist. Man muss immer wieder drauf schauen. Man hat da keine Auszeit und sagt, jetzt lass ihn einfach mal in Ruhe. Sondern auch dieses, wie ein heimischen Garten, sage ich mal, nur etwas größer, viel größer, dass das auch wirklich alles funktioniert. Und dann kommt natürlich auch die Politik dazu. Wir versuchen alles, dass wir den Wald nicht nur erhalten können auf der einen Seite, aber wir müssen ihn leider Gottes in weiten Teilen Bayerns auch schon retten. Und dann darf ich auch Danke sagen, nämlich an den Martin Bachhuber. Er ist ja nicht nur der Stimmkreisabgeordnete, sondern er ist vor allem der Mann im Bayerischen Landtag, der für meinen Einzelplan im Haushalt zuständig ist, nämlich Landwirtschaft, Ernährung, Forsten. Und das ist... Und da möchte ich eben auch Danke sagen, Martin, wir tauschen uns da engstens aus, was braucht man unbedingt und was braucht man vielleicht nicht. Da schauen ja die Haushälter auch gern drauf. Aber den Wald, der Wald ist explizit auch immer wieder in voller Unterstützung vom Bayerischen Landtag und deswegen auch hier mein großes Vergelt's Gott. Ja, wir versuchen in der Tat alles. Wir haben ja wirklich eine Klimakrise, die uns vor Augen hält, gerade die letzten 3 Jahre, seit ich Ministerin bin. Ja, das ist, hat hoffentlich nichts mit mir zu tun. Haben wir also eine, bitte? Ganz sicher nicht, ja. Ausschließen. Da haben wir eine wirkliche Krise. Wir haben jetzt 3 Dürrejahre hinter uns. Natürlich gibt es Lagen, wo es ein bisschen mehr regnet. Aus der Region komme ja auch ich. Das Berchtesgadener Land hat ja ungefähr den Stand, wie es auch ihr habt. Aber trotzdem machen wir viele weite Teile Bayerns, also der Wald schon sorgt. Muss ich ganz offen sagen, wenn man da jetzt nach Oberfranken schaut, wo er uns regelrecht wegtrocknet, der Borkenkäfer sich ausbreitet, das gerade so rauscht, im wahrsten Sinne des Wortes, und das macht es nicht einfacher. Trotzdem versuchen wir wirklich angepasste Förderprogramme so zu gestalten, dass wir den Waldbesitzern unter die Arme greifen. Letztes Jahr 80 Millionen Euro und das werden wir auch für dieses Jahr zusagen. Da glaube ich, sind wir schon wirklich gut unterwegs. Wenn ich mal anschaue, was wir bei der Borkenkäfer, also bei der Unterstützung gegen den Borkenkäfer auslegen, das haben wir ja gestartet von 4 Euro pro Festmeter, sind wir mittlerweile bei 12 Euro pro Festmeter für insektizidfreie Borkenkäferbekämpfung und für Teile, also ich sage jetzt mal Oberfranken, das weiß ich, sollte ich nicht immer so erwähnen, aber ich erwähne es trotzdem. Weil es schon wichtig ist, wenn Teile der Wälder extrem unter Beschuss geraten, ja, und der Schädlinge, dann muss man da auch nochmal genauer hinschauen. Und deswegen haben wir auch für Oberfranken, was den Schutzwald anbelangt, nochmal eine extra Förderung ausgelegt. Da geht es bis zu 30 Euro pro Festmeter und für Hanglagen und Steillagen sogar bis zu 50 Meter. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, dass man zusammenhält. Und das macht die Forstverwaltung. Wir schauen ja in der Tat auch da, wo sind die Hotspots. Da werden die Leute natürlich abgeordnet, um die ganzen Anträge auch abarbeiten zu können, um die Beratung möglich zu machen.
Also ich denke, da passiert wirklich sehr, sehr viel. Und ich möchte auch Danke sagen, lieber Herr Präsident, lieber Sepp Ziegler, weil wir, glaube ich, schon eine sehr gute Zusammenarbeit auch haben. Ich höre da schon rein, was die Waldbesitzer brauchen. Ihr seid ja keine kleine Gruppe. Es ist schon geballte Kraft, wenn da 700.000 Waldbesitzer auf einen zumarschieren. Da muss man dann schon genau zuhören, wo die Bedürfnisse sind, die Belange und vor allem, wie wir die Motivation auch oben halten können. Das ist jetzt nicht überall so einfach wie bei Ihnen, Herr Patrisch. Das ist tatsächlich so, dass man die Leute animieren muss, den Wald eben nicht aufzugeben. Eben genau das Gegenteil zu tun, trotzdem wirklich zu schauen, dass der Wald wieder, ob in der Naturverjüngung oder dann eben auch mit Bepflanzungen, dass er wieder aufkommt.